Ja, und damit ein Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Ausgabe hier vom ETS 2, aber diesmal mal nicht im Multiplayer. Nein, ich dachte mir, die neue Promod ist ja draußen und da nutze ich doch mal die Gelegenheit und fahre mal ein bisschen Singleplayer. Und das tun wir heute mal ein bisschen. Und dann gucken wir gleich mal, wo fahren wir denn mal Schönes hin. Was haben wir hier? Hier können wir nach München fahren. Oh nee. Hier haben wir nach Kiel. Das ist aber normaler Knoblauch. Ja, was soll's. Wir fahren Knoblauch nach Kiel von Leipzig aus. So, natürlich ist wieder Nacht. Wie konnte ich das mir nur bald denken? So. Dann wollen wir mal. So, wo müssen wir lang? Links. So. Hier sieht es frei aus. Freies Geld für freie Bürger. Sag ich immer wieder. So. Dann wollen wir mal ein bisschen. Seit wann können wir hier 80 fahren? Irgendwas hat sich doch hier geändert. Aber na gut, was soll's. Wenn er sagt 80, dann nutzen wir das. Wir fahren zwar keine 80, wir fahren 60. Weil 80, das wäre doch ein bisschen arg schnell. Hier kommen wir zum Bauhaus zum Beispiel. Und eine rote Ampel, was? Die anderen waren alle grün, oder beziehungsweise auf Dingens. Und die ist. Boah, jawohl, weiter geht's. Und hier ist ein Meggens. Und eine Tanke. Nee, tanken muss ich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, fahren wir erstmal gleich schnell tanken, aber nee, müssen wir ja nicht, also von daher. So, und hier fahren wir jetzt Richtung Dresden oder fahren wir Richtung Halle? Ich glaube Richtung Dresden werden wir fahren, ne? Habe ich so das Gefühl. Na, muss man gleich mal sehen. Eieiei. So, grün. Let's go. Hier müssen wir noch nicht rennen. Ist das jetzt hier? Ja, das ist hier. Haben wir erstmal rot. Und hier geht es jetzt rauf auf der Autobahn, glaube ich. Oder ist das noch überhaupt keine? Ja, mal sehen. Ich glaube, da ist noch gar keiner. Oder beziehungsweise da kommt noch keiner. Ah Gott. Aber das werden wir gleich sehen. Wenn es soweit ist. Doch, da zahlt was eine Autobahnauffahrt. Krasser Junge. Oha, das leckt gerade etwas, aber jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Auf jeden Fall hat es leicht geleckt. Ja, und die nächste fahren wir eh gleich wieder runter, also brauchen wir uns eigentlich ja nicht groß zu beeilen. Bleiben wir gleich rechts. Da fahren wir hier runter Richtung Leipzig-Halle, Schkeuditz, am Flughafen. Und warum ist, das irritiert, die Ampel ist natürlich wieder außer Betrieb. Warum? Und hier ist eine schöne 50. Ach, das gefällt mir doch schon wieder. Schön chillig eine 50 fahren. Was ist das hier? Betonwerk oder was ist das, wo wir hier hinfahren?
Ach, ja, was? 60? Nö, ja, jetzt tue ich nicht nochmal hochschalten. Also, nee, danke. Oder hochschrauben das Ganze. Das lohnt sich nicht. So, hier müssen wir rein. Bei Willnet Transport. Auch ein komischer Name für eine Transportfirma, aber na gut. Warum nicht? So, und dann holen wir uns mal unsere Fracht ab, die nach Kiel geht. In der Hoffnung, er schmiert mir nicht ab. Gut, oh Gott sei Dank. Was? Ach, zu DHL geht das so zu. Okay, ich wollte schon sagen. Ja. Irgendwas konnte da jetzt nicht stimmen, aber ne, das passt. So. So, welches davon ist es jetzt? Ach, ganz vorne der, oder was? Okay. Na, dann fahren wir mal. An den weißen Trailer. Mensch, was ist denn heute nur los? Heute leckt es bei mir irgendwie komischerweise. Die ganze Zeit ging's. Keine Ahnung, was komisch, was heute, also irgendwie der Rechner hat heute ein kleines Problemchen mit mir oder so, oder mit dem Spiel, was weiß ich. Ich hoffe mal, das ist aushaltbar. Irgendwie verzögert der so übel schnell. Was ist denn heute los? Rechner, was willst du? Eine Tracht Prügel oder was? Sag mal. Mensch, ich glaube, ich muss nach der Tour mal einen Neustart machen hier. Das ist irgendwie gerade nicht so geil mit den Abhackern da drin. Oh, was, 50? Komisch. Ach, für mich gilt die 50 nicht, oder was? Hä? Komisch. Okay. Nicht hier lang, sondern, okay. Ah, okay, hier lang. Autobahn! Ich komme. So, auf geht's Richtung Kiel. Ich wollte gerade schon sagen Köln. Aber das wäre falsch gewesen. Weil es ist ja Kiel und nicht Köln. Schkördezer Kreuz. Jawohl. Na, dann wollen wir mal. Gehen wir mal Stoff. Tempomat rein und ab dafür. Magdeburg Halle. Na da. Sind ja wohl 6 Stunden fort. Mensch, Rechner, was machst du? Nicht laggen. Nicht gut. So, diese Verzögerung, die gefallen mir nicht. Und da kommen wir jetzt an Halle vorbei. Ich wollte zwar sagen, da rennt ihr irgendwie alle. Aber, naja. Und der LKW zieht an mir vorbei. Das ist auch ein Mercedes. Oh, und der hat noch ein paar Volvo hinten drauf. Auch nicht schlecht. Ganz edel. So, wie ist das jetzt? Ich glaube, jetzt dürfte man mal. Toll, ich komme aber nicht auf die zweite Spur, weil so ein Vollpfosten. Ach nee, brauche ich gar nicht.
Okay, dann geht's. Okay, alles gut. Ich dachte, hier ist wieder so eine komische Einengung, aber nee, haut hin. Okay, dann müssen wir doch nicht wechseln. So, mal gucken, ob jetzt bald mal Tag wird. Also es wird bald Tag, aber es dauert doch noch ein bisschen. Dim, 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 dim. Ach ja, mal sehen, also im Hellen seht ihr dann definitiv, hoffe ich zumindest mal, schon so ein bisschen die das, was man eventuell als Neuerung, was ich als Neuerung habe. Mal gucken. Schauen wir mal. Die Saale, das ist toll. Natürlich normal Halle an der Saale. Ist klar, dass dann die Saale irgendwo lang fließt. Dachte ich zumindest. Ach, und guck mal da oben. An den Masten. Dieses rote Blinklicht, was du auch heutzutage an diesen Windgrätern hast des Nachts. Damit die Flugzeuge wissen, wo sie nicht landen sollten. Oder wo sie höher fliegen sollten, weil da so ein Ding steht. Damit sie sich orientieren können. So. Fahren wir mal schön geradeaus. So, was haben wir hier Richtung Stadtfeld? Nee, Saalfeld? Nee, was war das? Gott, so schnell wie ich vorbeifahre, sehe ich es gar nicht. Magdeburg, Stadtviertel, Innenkreis? Oder was war das? Oh mein Gott. Tatsache Stadtfeld. Sagt mir ja nicht, gibt's das? Stadtfeld? Okay. Why not? So. Fahren wir mal schön weiter. Geradeaus Richtung Hannover, Braunschweig, Berlin. Immer schön geradeaus. So, was will er jetzt von mir? Hm? Ach so, ja gut. Verlauf folgen, sozusagen. Ja, ja, passt schon. Ach, da hinten sind Windkrafträder. Oder Windkraftanlagen, wie ich schon vorhin sagte. Mensch, um 3 wird es aber schon hell, sag mal. Meine Herren, ich wusste gar nicht, dass es 3:30 schon so hell wird. Kann durchaus möglich sein. Ich gucke ja um 3:30, da liege ich noch im Bett. Und schlafe, also von daher, das merke ich eigentlich weniger. Kann ich jetzt nicht sagen, kann sein. Gut möglich. So, so. Sie angesagt. Okay. Dann locken wir mal 60 ein. Wenn das das Navi sagt, dann machen wir das. Auf der A71? Oh, okay. Sind wir gerade, oder ist das eine Bundesstraße? Keine Ahnung, auf jeden Fall der 71. War das hier vorne Unfall? Ach nee, eine Ampel. Okay. Ja gut, das? Warum blinken die denn alle?
Na gut, wenn die blinken, blinke ich mal mit. Wir sind ja mal so nett und höflich. So, ah, hier sind Baumfällerbalken gewesen heute. Keine Ahnung, so richtig. Oh, was, 50? Achso, jetzt ist 50 zu Ende. Ich würde sagen, was wollt ihr denn jetzt mit 50? Wir waren doch 60 angesagt. Dachte ich zumindest. Sag mal. Sollst du mal auf. Der will mich heute aber auch verkackern. Jetzt. Jetzt sind wir wieder 60. Und ab geht die Fahrt. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Das merke ich dann spätestens nach dem. Wenn ich das Video mir nochmal anhöre. Uelzen. Wir kommen jetzt an der Stadt Uelzen vorbei. Sagt mir jetzt so gar nichts. Aber gut, warum nicht, ne? Immer mal was Neues. So wird's nicht langweilig. So, schalten wir schon mal ein bisschen den Gang runter, weil ich nicht genau weiß. Wo müssen wir da lang? Geradeaus und dann rechts, oder was? Mal einen kleinen mitkriegen. Ach nee, gleich dann rechts. Ach, wir haben eh. Oh, hier haben wir grün. Krass. Und da auch wieder grün. So, und hier dann rum. Okay. Richtung Ludwigslust. Okay. Ach ja, wenn das mein Navi sagt, dann machen wir das. Was denn, nur 50, 60? Navi? Wirst du dich mal nur einig? Also, so richtig wäre so heute noch nicht so rasch, was er will. Und was sind wir jetzt auf der 191? Das ist bestimmt Bundesstraße. Oder Landstraße, keine Ahnung. Ich würde sagen Bundesstraße. Oder keine Ahnung, was die 191 ist. In Uelzen. Sagt mir nichts, oder Richtung Uelzen. Ach ja. Ach ja. Schon wieder um 5 früh. Ist schon wieder schön hell. Das gefällt mir. So, was kommt hier vorne? Ein Badeübergang. Der rot blinkt. Weil da ein Zug durchfährt. Oh, jetzt kommen wir wieder 70 und da vorne können wir eh wieder nach links, also brauchen wir gar nicht so extrem aufs Gas gehen.
Was ist hier jetzt? Ach, wie krass, der hat ihn überholt. Wow. Ach, da fährt er so. Seit wann fahren hier Trecker auf der Straße? Hä? Hat sich hier irgendwas geändert? KI-mäßig? Komisch. Okay, was soll's. Lohnt sich hier nicht, weil erstens kommt hier eine Ampel und zweitens, oh Gott, wo geht's denn hier überall hin? Richtung, was? Oh Gott, das konnte ich gar nicht lesen, wo wir jetzt, in welche Richtung. Ach, da hinten kommen auch welche, wo noch aber gesperrt ist. So. Mal neutral einschalten. Wow. Wollen wir da? Scheint so. Ja. So. So, hier kommen erstmal 1000 Sattelzüge. Ah, und jetzt ist bei den grün oder rot. Oder bei uns wahrscheinlich auch, aber irgendwie muss ich ja mal. So. Ah, erstmal anders hinsetzen. So, weiter geht's. Was sagt's, Taro? 80. Ja, nee, da vorne geht's ja schon wieder links, rechts weg. Das lohnt sich also auch wieder nicht. Auf was für eine Straße denn nun wieder? 195, ja, alles klar. Muss man wahrscheinlich alles nicht kennen. Also ich war hier in diesem Nest noch nicht. Oh, und da vorne wird wieder 50. Was für ein Ortchen? Ja, Schäfchen haben wir denn jetzt hier? Neuhaus. Altenkreis Lindburg. Kann er sein, Linde? Keine Ahnung, so richtig. Ups, das war der Bordsteinkante. Entschuldigt. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber. Naja. Was hier 80? Warum? Ist eine Ortschaft. Kann ich doch keine 80 donnern. Stehe ich nicht ganz, aber gut. Was ist hier jetzt? 30. Was? Ach, oh, nicht für mich, oder was? Hä? Was? Ganz komisch. Na gut, was soll's. Verkehrsregeln sind dafür da, dass man sich dran hält. So, 80, ja gut, Alter. Hier ist aber auch reger Verkehr, du. Mann, Mann, Mann. Ist hier irgendwo ein Nest? Okay, jetzt hört's auf. Na dann halt nicht. So. So, 80 wird gesagt, also machen wir das. 70? 70. Okay, dann eben 70. Platz 60? Sag doch mal. Jetzt ist aber gut, ja? Erst 70, dann 80 oder erst 80, dann 70, dann 60. Könnt euch heute Uni entscheiden, ne? Rauf, runter, rauf, runter. Mann, Mann, Mann. Da geht's nach Berlin, die Abfahrt, aber wir wollen noch nicht nach Berlin. Wir fahren jetzt nach Kiel. Auf der 197, nee, was? Ah, nee, 195 immer noch. Bundesstraße bestimmt. Gehe ich mal stark davon aus, 70, echt. Cool, na dann beschleunigen wir mal. Wenn Navi sagt 70. Ja. Alten Arsch. 60. Brauchst du nicht beschleunigen. Für das kurze Stückchen. Das lohnt sich nicht. Ach ja.
Aber kann man nicht anders sagen, die haben die Promots richtig gut gemacht. Junge, was bremst du mich aus? Mensch. Das Gaspedal ist immer noch rechts. Ja gut, was soll's, jetzt musste ich gerade mal vom Gas. Sonst hätte es hier gleich Tote gegeben. Naja. So 80. 80 ist am Start. Aber 80 kann ich gerade nicht, weil der LKW vor mir schläft nicht aus oder so. Oder findet Gaspedal nicht. Keine Ahnung. Jetzt kommen wir vielleicht mal so ein Ticken auf 80. Na, ich lock mich mal mit 73 ein hier. Weil 80 wird wohl. Ja, jetzt könnte es klappen. Jetzt hat er ausgeschlafen. Jetzt hat er gemerkt, ach guck an, ich könnte doch mal ein bisschen schneller fahren. Schon tritt aufs Gas. Was? Ja, super. Hier ist gleich wieder 60. Oh Junge! Was ist denn nur los? Oh! Alter! Geht doch noch mehr in der Eisen! Oh, Alter! Boah! Herzgas, boah! Rostock. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen Richtung Lübeck. Oh, Junge, Junge. Oh, was? Noch ein Kreisverkehr? Kreisverkehr und noch einer. Oh, Alter. Na gut, von mir aus. Nehmen Sie bitte die zweite Ausfahrt. Immer noch Richtung Lübeck. Ach, diese Aussicht hier, Alter, das sieht immer schön aus. Da hinten so das Städtchen, hier so das Meer. Ach, sieht schon schön aus. Das haben sie, also musste wirklich sagen, Hut ab, was 60, was geht mit euch kaputt? Was lasst ihr mich hier mit 60 tuckeln? Mann, ey, seid ihr Verbrecher. Mann, Mann, Mann. Ja, und hier kommt Lübeck, jetzt darf ich wieder runter. Nee, doch nicht? Was? Hä? Travemünde. Wieso kann ich hier mit 70 durch? Ist das neu? Ist doch innerorts. Hä? I, why not? Irgendwie, ich bin verwirrt. Oh, DHL kommt mir entgegen. Oh, scharfe Kurve. Sollte man das vielleicht auch nicht mit 60 nehmen? Naja, gut, ein erfahrener LKW-Fahrer, wie ich es bin, schafft das. Oh, guckt mal da. Am Strand die Strandmuscheln. Die man doch, glaube ich, nur von der Ostsee oder so kennt. Aber auch ein schönes, nettes Detail, ja. Muss ich ja mal sagen. Und hier stehen die Strandbesucher mit ihren Autos. So, raus aus Lübeck. War kurzer Besuch. Hat Spaß gemacht. So, jetzt geht's Richtung Plön, Kiel. Alles da. Gucken wir mal, was macht der Knaller hier vor mir? Der will hier rum. Ja, Junge. Und der will. Oh, Alter, der sieht doch das. Oh Gott, oh Gott. Du bleibst stehen. Burg auf Fehmarn. Oh, alles klar.
sich ist eingeloggt. Oh Junge, was macht? Also heute verkaspern sie mich aber. Der hat jetzt erst geblinkt, die Knall. Nee. Gut, dass meine Bremsen, beziehungsweise dass mein LKW vorher nochmal beim TÜV war und bei allen Durchsuchuntersuchung oder Komplettuntersuchung. Alter, warum denn schon wieder 70? Mensch, Junge. Machst du Kirre hier? 70, 60. Oh, ganz komischer Moment. Aber was soll's. So. Aber wir sind ja leider 60. Was? Kriegst du hier wieder mit 60 die Sache lang, gell? Was haben wir jetzt? 76. Alles klar. B76. Ach ja. So. 17 Minuten, dann sind wir schon da. Das ist aber schön. Bei der nächsten Fahrt werde ich dann mal mein Speed V wieder mit anschalten. Ach ja, weil kann man ja ruhig mit haben. Kommt jetzt hier eine Ampel? Ich hätte jetzt schon Bedenken. Oh doch. Wie war das? Kommt da eine Ampel? Nö, ne? Warum auch? Es wäre zu einfach und es wird sogar grün noch. Für uns. Also, das finde ich mal nett gemacht von der Ampel. Der hat gesehen, ich komme, weißt du, da muss grün werden. So. Machen wir Spurwechsel. Du wartest hinter mir, du Pfosten. So. Ja genau, und jetzt leckt's. Boah, Gott sei Dank. Alles klar. Rot. Alter, was ist denn jetzt? Alter. Muss der erst wieder die ganzen Landschaften generieren oder was ist hier los? Junge. So, hart hat's doch lange nicht geleckt hier. Mensch, was denn heute los? Nee, grün. So, und hier müsste dann, glaube ich, DHL sein. Ja, hier vorne. Ach, da ist schon das gelbe Schildchen. So, hier geht's rein. Für uns. Ach, und da sollen wir unsere Ladung abgeben. Ach, Heilige. Und hier stehen überall DHL-Tracks. Trailers, besser gesagt. Nö, ich möchte es nicht überspringen. Nö, sowas kommt nicht in Frage. Es tut mir sorry, dass ich sie damit enttäuschen muss, aber nee. Das war der Spiegel. Oh, das war eine falsche Richtung. So wird ein Schuh draus.
So, dann liefern wir mal ab. Haben wir die erste Lieferung heute schon geschafft. Genau, nach Kiel. Was war's? Knoblauch, ach ja, Knopfloch. Genau, ja. Und mit diesem Bildschirm würde ich mich dann erstmal von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs dabei sein, fürs Einschalten. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, hier mal eine Runde im Singleplayer rumzukrusen. Und ja, würde mich aufs nächste Mal freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, bis dahin, sag ich mal, ciao, ciao, bye, bye, bis demnächst.